Morning in the morning und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Camilla und ich sitzen hier gerade am Frühstückstisch und Camilla hat uns ein leckeres Frühstück gemacht. Es gibt Toast und Ei und ja, wir frühstücken jetzt und dann werden wir gucken, ob wir noch zum Strand gehen, um uns ein paar Muscheln zu suchen und mal versuchen selber Muscheln zu fangen und ja, wir werden noch eine weitere Nacht hier bei den Hosts in Naab hier übernachten. Die haben uns das angeboten, weil in Wellington gerade das Wetter so schlecht sein soll, sodass vielleicht sogar die Straßen gesperrt sind und es ist warm, wir schwitzen, aber wir gehen gleich an den Strand. Ich bin nur gerade dabei, meine YouTube-Videos für euch zu schneiden, damit die rechtzeitig online sind, damit ihr euch die angucken könnt. Und ich habe mich endlich entschieden. Es hat zwar etwas lange gedauert und ich wurde immer wieder von Leuten angeschrieben, seit ein paar Jahren, ob ich nicht mal meinen Instagram-Namen ändern möchte. Ich habe mich jetzt entschieden, dass das jetzt wohl wirklich Zeit wird. Ich werde jetzt aber keinen ganz neuen Namen erfinden. Ich nehme einfach meinen YouTube-Kanalnamen, den ich auch nicht ändern möchte. Und darum werde ich ab jetzt auf Instagram auch Freds Crazy World heißen. Falls ihr mir folgen möchtet, den Link packe ich unten in die Videobeschreibung. Und ich blende euch hier auch mal meinen Namen ein, dann könnt ihr euch den angucken. Und ja, da lade ich auch ein paar sehr schöne Bilder hoch von Neuseeland. Und ja, falls ihr Interesse habt, da vorbeizuschauen, dann lade ich euch dazu herzlich ein. So, ich habe jetzt den ganzen Tag damit verbracht, Videos zu schneiden und mich im Internet nach Jobs umzusehen. Und Camilla, die schläft gerade. Da seht ihr sie in der Hängematte. Eigentlich wollen wir zum Lookout-Point gehen, aber sie meinte, sie möchte noch 10 Minuten warten. Okay, zuerst musste sie auf mich warten, weil ich noch im Internet mich für einen Job beworben habe, für den sie sich auch schon beworben hat. Und ja, wir brauchen jetzt mal ein bisschen frische Luft, um das Gehirn noch mal zu belüften. Ja, um das Gehirn ein bisschen zu belüften, weil wir beide jetzt ein bisschen durch sind. Vom stundenlang vorm PC sitzen und Sachen organisieren und Videos schneiden und so. Und darum gehen wir jetzt los. What's wrong with your place? There's no place, that's the problem. What is wrong? You're sitting in the car, so everything is fine or not? It is. I have a place, everything is perfect. Yeah, yeah. And next to you, what is that? My friend. Who? What's his name? California. Also ich habe gar keine Ahnung, was das da ist. Also mir gehört das alles nicht, ne? Richtig. Jetzt Camilla Star. Guten Morgen. Ich hänge hier jetzt gerade in der Hängematte, chill hier ein bisschen. Der neue Tag hat begonnen. Wir haben gerade gefrühstückt. Gleich fahren wir los nach Wellington. Und ich hatte hier gerade ein paar Snacks von Ren. Die hat sie mir gegeben, richtig nett. Und dann muss ich gleich meine Sachen packen und dann geht es los. Guckt euch einfach mal den geilen Garten hier an. Und hier sind Orangen. Ich weiß nicht, kommen die Orangen? Sehen Orangen auf dem Boden. Ein Orangenbaum und Zitronen gibt es hier auch. Wartet, ich zeige euch mal die Zitronen. Riesenzitronen. Hier. Oh, mit lauter Fliegen. Eine bestimmt 3 Jahre alte Riesenzitrone. Und ja, ich gehe jetzt rein, pack meine Sachen und dann fahren wir los. So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen. Das ist jetzt hier ein Campingplatz für 6 Euro die Nacht. Wir haben auch schon bezahlt. Also man muss das Geld mit so einem Anmeldezettel in so einen Umschlag packen. Oder ich glaube, der Umschlag an sich ist schon so quasi der Anmeldezettel. Da muss man halt das Kennzeichen des Autos draufschreiben und das Geld reinpacken. Ich glaube auch noch die Anzahl der Person und auch noch einen Namen draufschreiben. Und wir haben uns hier gerade ein Licht gebastelt, das kann man sehen. Und wir haben gerade gekocht. Naja, Camilla hat gerade gekocht. Es gibt ein bisschen viel Knoblauch, meinem Geschmack nach. Aber die Mädels, die mögen sehr, sehr gerne Knoblauch und die meinen, das ist egal, wenn man nach Knoblauch stinkt, ist es vollkommen in Ordnung. Und ich muss gleich noch mal ein Bett aufbauen und dann schlafen wir. Dann muss ich morgen noch ein bisschen mehr Sachen aussortieren, weil ich mit Camilla halt hitchhiken möchte. Und ja, ich ein bisschen viele Sachen dafür habe. Ich muss mich noch entscheiden, was ich weggeben kann, was ich behalte und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Es ist jetzt etwas Zeit vergangen. Wir sind jetzt in Wellington in der Innenstadt. Hier könnt ihr euch einmal den tollen Ausblick ansehen. Ich werde euch den auch noch einblenden. Wir waren jetzt gerade beim Opening vom Maori Festival. Ich glaube, das ist jetzt gerade vorbei, weil alle Leute nach Hause gehen. Wir gehen alle in die andere Richtung als wir. Aber wir werden uns das jetzt mal angucken und ich werde euch dann weiter berichten. Oder
ja, wir sehen uns nachher wieder. Und da bin ich wieder. Wir sind jetzt gerade in the warehouse, in meinem Lieblingsshop. Und ja, ich werde euch jetzt, ich habe euch jetzt schon ein Video eingeblendet vom Wellington, vom Maori Festival, von der Eröffnung. Das richtige Festival ist morgen, das werde ich euch auch noch abfilmen. Und ja, wir sind jetzt hier gerade in der Kissen und tadadada, Deckenabteilung. Und wir suchen nach einer Decke oder mehr oder weniger. Ren sucht nach einer Decke für sich, weil ihr ganz schön kalt ist. Und ich bin jetzt hier die fachmännische Beratung um 23 Uhr nachts. Und wir haben nichts, wo wir übernachten können. Und wir müssen jetzt mal gucken, wie wir die Nacht rumkriegen. Ob wir im Auto pennen, uns irgendeinen Parkplatz suchen, wo wir halt zufällig eingeschlafen sind. Zufällig. Oder doch noch auf dem Campingplatz fahren. Und irgendwie da die anderen Leute aufwecken nachts, indem wir da irgendwie um Mitternacht noch ein Zelt aufschlagen. Keine Ahnung, wahrscheinlich pennen wir im Auto. Es hat leider niemand geantwortet, so spontan auf Couchsurfing. Also ein Typ hatte zurückgeschrieben und meinte, Entschuldigung, er hat unsere Nachricht erst gerade eben gesehen. Und da habe ich gesagt, ja, wäre cool, wenn wir da die Nacht noch schlafen können. Wir brauchen unbedingt was. Da hat er aber nicht mal geantwortet. Ich meine, shit happens. Jetzt ist es halt eine Autoübernachtung. Kann man nicht ändern. Oh, diese Decke mag ich. Ja, ich habe jetzt gerade eben auch nach so einer neuen Unterlage geguckt, weil es halt in der Nacht schon sehr kalt war. Im Zelt halt nur mit diesen dünnen Yogamatten. Also so irgendwie halt so eine Luftmatratze, aber halt so eine ganz dünne. Also wir nennen das so aufblasbare Isomatte, glaube ich, in Deutschland. Nach sowas habe ich geguckt. Das hatten sie ja leider nicht in dem Warehouse. Und leider haben sie auch nicht irgendwie einen Schlaf, ein Sleeping Bag, ja, Schlafsack. Wir hatten ja auch keinen Schlafsack, den ich halt so haben wollte. Irgendwie hat mir das alles nicht so ganz gefallen. Ich werde dann wahrscheinlich nochmal in den Outdoor-Shop gehen. Ja, mal gucken. Mit dem Auto verkaufen hat es auch nicht so gut geklappt. Davon habe ich euch noch gar nicht erzählt. Also ich möchte mein Auto verkaufen. Wollte niemand haben. Was haltet ihr von dieser Decke? Ich finde die Decke sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, schön. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, also ich gucke jetzt, ob ich morgen nochmal neue Käufer finde oder jemanden, der sich fürs Auto interessiert. Andererseits würde ich das Auto behalten. Ich meine, ich bleibe hier noch ein bisschen hier und muss es nicht verkaufen. Ich dachte nur, kann ich mir Kosten sparen, indem ich ein bisschen hitchhike. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nachher wieder, wenn wir einen Schlafplatz gefunden haben, der wahrscheinlich sehr unglamourös sein wird und mehr eine Notlösung. Aber ich meine, dafür bin ich in Neuseeland. Ich liebe Abenteuer. Okay, bis nachher. Good morning in the morning. Ich habe noch meine Zahnspange drin. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Wir haben jetzt hier gerade im Auto gepennt. Das hier ist Rens Bett. Hier die kleine Ecke. Kann man das überhaupt sehen? Warte, ich gehe mal in eine andere Perspektive. Dann kann man es besser sehen. Das ist meine Ecke. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist ja auch egal. Und wir stehen jetzt auf. Ich putze Zähne, dann werden wir einen Tee trinken. Und dann startet der nächste Tag und ich gucke, ob ich einen besseren Schlafsack finde, weil wir bei The Warehouse ja nicht fündig geworden sind. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns nachher wieder. Wie ich eigentlich immer sage, es tut mir leid, ich habe es gestern nicht mal geschafft, ein Video zu drehen, weil wir so müde waren und wir einfach nur noch ganz schnell alles aus dem Auto geräumt haben, damit wir hier drin pennen können. Aber ich versuche jetzt mal häufiger dran zu denken, die Kamera einzuschalten und mehr für euch zu filmen. Wir haben zum Glück einen Host für die nächste Nacht gefunden, aber das habe ich euch ja, glaube ich, schon gesagt. Der also nächste Nacht und den anderen nochmal von Sonntag auf Montag. Heute ist Samstag und ja, wir gehen gleich shoppen. Und ich putze jetzt erstmal Zähne und esse was. Genau. So, und da bin ich wieder. Wir sind jetzt gerade in der Innenstadt in Wellington und wir haben jetzt gerade das Auto geparkt, gehen jetzt gleich ins Museum, haben jetzt endlich Frühstück gegessen. Es ist jetzt schon, ich glaube, 2:30 oder so nachmittags.
Und ja, wir haben vorher halt bei MacPack geguckt, ob wir dort irgendwie ein bisschen Ausrüstung kriegen für mich, dass ich halt einen Schlafsack habe und eine Matte, um da drauf zu schlafen, wenn meine Ausrüstung nicht gut genug ist. Und da war eine richtig, richtig nette Verkäuferin, die hat uns super gut beraten und alles. Und als ich dann meinte, dass ich halt keinen Platz habe, wo ich mein Auto parken kann, meinte sie halt, dass ich das Auto bei ihr halt parken kann für die Zeit, in der ich auf der Südinsel bin. Und dass sie mir halt auch einen Schlafsack leihen kann und ich den danach halt nur reinigen muss. Und ich glaube, ich werde das machen. Und das ist halt einfach mega nett von ihr. Und ich freue mich richtig darüber, dass man halt so aufgeschlossene Leute hier trifft. Und ja, freue mich gerade richtig darüber. Und ich habe voll Bock, jetzt ins Museum zu gehen. Das ist hier das Nationalmuseum über Neuseeland in Wellington. Wellington ist ja die Hauptstadt, nicht Auckland, wie manche denken. Da bin ich wieder. Wir sind jetzt bei unserem Hostel angekommen und hier könnt ihr euch einmal den schönen Ausblick ansehen. Das ist Wellington. Es ist so, so schön. Wir gehen jetzt schlafen, weil wir sehr müde sind und wir sehen uns morgen wieder. Aber guckt euch mal den Ausblick an und das Haus ist so cool. Es ist hier so eine richtige Villa und es sieht von innen einfach fantastisch aus. Und ja, wir hatten einen schönen Abend, haben gesessen, geklönt und jetzt bin ich müde. Wir haben gleich Mitternacht. Zähne putzen und dann schlafe ich. How are you feeling, Camilla? How is it? Is it warm enough? Is it warm? I'm too warm, actually. Oh. So I think it's pretty cool. Wir sind jetzt immer noch in Wellington und ja, wir haben uns gerade die Schlafsäcke gekauft, wir beide. Sie hat den 700er, ich habe den 500er, ihrer ist ein bisschen wärmer. Meine hat eine Komforttemperatur von 7 Grad Celsius. Und wir sind jetzt in the Warehouse, haben gerade die Decke von Brent zurückgebracht, haben geguckt, ob wir hier noch eine Matratze finden. Und ich würde sagen, hiermit beende ich dieses Video auch schon. Es ist schon viel zu lange und das nächste Video startet auch schon bald. Und ihr könnt euch freuen. Macht's gut. Tschüss.